einfach nicht verlieren. Hallo Welt, da sind wir wieder, hier im Terfinten Bootshaus. Wenn es tot aussieht, solltest du ihm zur Sicherheit noch eine Kugel in den Kopf verpassen. Warum ein Risiko eingehen? Genau. Diesen Spielautomaten musst du ausprobieren. Der Hammer. In dieser Folge werden wir nochmal das versuchen, was in der letzten Folge schiefgelaufen ist. Wir werden nochmal zum Medford Memorial Hospital gehen. Und da sind ja doch wieder Supermutanten eingezogen. Jetzt wissen wir's. Und vor allem, jetzt ruckelt's ja auch nicht mehr so. Nach einem Neustart des Titels, alles wunderbar. Keine Ruckelei, sehr schön. Ja? Ja. Moment, warum seid ihr hier zu zweit? Wenn du noch nicht in Grey Garden warst, guck's dir an. Da wird alles von Robotern betrieben. Ich will nur ein bisschen handeln. Schieß los. Wo geht's hin? Kingsport Leuchtturm nach Teffington Bootshaus? Ist das denn richtig? Nein, Kingsport Leuchtturm doch nicht. Wenn du arbeitest, kannst du... Kann ich? Kindergrippe Greentop. Da will er hin. Okay, dann ist er der Richtige. Und der andere scheint mir der Falsche zu sein. Außer er kommt vom Außenposten Simonia, dann wäre er wieder der Richtige. Essen. So einfach ist das. Ich habe so viele. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Na klar doch. Teffington Bootshaus, Außenposten Simonia, alles passt. Oh, der hat aber auch schön gesammelt unterwegs. Die 38er Patronen haben wir ihm doch sicherlich nicht gegeben. Ich fürchte, ich muss einige löschen, um Platz für meine neuen Beobachtungen zu machen. Und wir haben Hunger, aber wir haben uns was mitgenommen. Nudelschalen, liebe Welt da draußen, lecker Nudeln. Oh. Und da müssen wir rein. Ja. Na, haben wir den Mutanten und mit... Oh, da sind ja noch welche. Ich habe möglicherweise ungewöhnliches Verhalten entdeckt. Und war's das? Hey, nicht schubsen. Ja, ich glaube, das war's. Diesmal gehen wir aber nicht zu dem Sünd da hinten in der Ecke. Nein, nein, wir gehen gleich rein. Den hat's gut zerlegt hier. Naja, man rennt ja auch nicht mit einer Mini-Atombombe unterm Arm herum. Es sei denn, man ist supermutant. So, dann möchte ich das jetzt ziemlich sauber machen hier. Keine Verletzten, keine Gefangenen. Und kein Lärm. Sie haben große Anstrengungen unternommen, um diesen Ort zu schützen. Ja, aber jetzt sind Supermutanten hier, Curry. Irgendwo. Sollen wir mal einen Lockschuss abgeben? Was ist das? Schießen bei Sichtkontakt!
Oh, tat weh. Ach, der lebt noch. Für die Bruderschaft. Der lebt immer noch. In den Fuß. Du bist tot. Weitere Feindseligkeiten sind nicht empfehlenswert. Du dich nur verstecken, kleiner Mistfink. Zeit zum Los, schreien! Die Kampfhandlungen erneut überstanden. Ja, jetzt seit wir bei der Bruderschaft sind, werden auch unsere Siedlungen wieder angegriffen. Ach, das ist aber doch nichts. Wieso rennt er uns denn vor die Flinte? Naja, haben die das nicht immer schon gemacht? Was? Schon Angst? Los, hier bin ich. Zeigt euch, ihr Lumpen. Ich dich da draußen riechen können, kleine Schleichratte. Ach, das ist ja Unsinn. Ich was höre. Ich stelle mich euch. Ich bin ein Bär. Tut mir leid, das machen wir nochmal. Noch sauberer. Wir können ihn aber auch nicht zurücklassen, seltsamerweise. Ja, wir müssen eben gucken, dass er überlebt. Vielleicht sollten wir zuerst zum Außenposten Simonia gehen. Nein, Außenposten Simonia, ja, zur Satellitenstation Olivia heißt sie. Ja, aber dann haben wir ihn ja immer noch an der Backe. Dann wieder zurück mit ihm zur Pritvin? Ja, anders geht's, glaube ich, nicht. Der wird doch an jeder Ecke sterben wegen sowas. Und im Überlebensmodus? Oh, irgendwie ist das nix. Nochmal, das Schwierigste am Überlebensmodus sind die Speicherpunkte. Ja, komm, du. Wir machen erstmal deine Aufgabe hier. Tut mir leid, kleine Planänderung, also. Das ist seine Aufgabe hier. Gut, dann gucken wir uns das nochmal an. Der Gelehrte der Bruderschaft hat mir den Missionsort genannt. Ich muss ihn am Leben halten und das Terminal mit den Daten finden, die er benötigt. Begleite den Gelehrten zu den Daten in USAF, Satellitenstation Olivia. Jetzt echt? Wenn du Hilfe brauchst, kann... Ruckelt's? Nee, es ruckelt nicht. Ja gut, dann geht's Richtung Sanctuary Hills. Nehmen wir aber einen schönen, sicheren Weg. Essen können wir später, denke ich. Das war ja was. Medford Memorial, ja, ich vergaß. Ja, wir haben lange schon keine Missionen mehr gemacht. Jetzt in den letzten Folgen natürlich. Aber so, ja, Beschützermissionen, das war ja doch eher selten. Meine Systeme brennen darauf, neue Daten zu erfassen. Dieses Reisen gefällt mir sehr gut. Ja, sehr schön. Wenigstens redet einer hier. Oder eine Curie. Vielen Dank. Moment, bekommen wir hier keine Brahmine? Ah, wir brauchen keine Brahmine mehr. Ist sie denn noch da? Die gute Kelly mit ihren Brahminen?
Naja, sie wird wieder an einer anderen Stelle sein. Nach so langer Zeit hockt sie hier bestimmt nicht mehr im Gebüsch. Ach, das ist doch der falsche Weg. Hier kommen wir doch zu der Flugzeugabsturzstelle. Hier kommen wir zum Friedhof. Viele Ghule, Vorsicht. Da sind sie. Friedhofsghule. Es ist etwas in der Nähe. Identität unbekannt. Noch einer? Hast du das gehört? Hier, hier bei mir! Ja, runter und einsammeln. Ihr könnt ruhig alle mitmachen, wir sind ja zu dritt. Ja, vielleicht bekommen wir hier ja auch unsere Blutprobe irgendwoher. Oh yeah! Wetz verbessert, abgedunkelt, Lederrüstung, linker Arm. Um 10% reduzierte Aktionspunktekosten im Wetz. Aktuelle Mods, abgedunkelt, gedämpft. Schadensresistenz, ballistischer Schaden 6, Energieschaden 9, Gewicht 3,4, Wert 47. Das nehmen wir mit. Warum die Toten an einem einzigen Ort vergraben? Das wäre nur zum Düngen sinnvoll. Zum Düngen? Curry hat ein paar neue Sprüche drauf. Schön. Ja, Curry, damit man sie besser findet hier. Sonst muss man die ja immer suchen. Ah, die Pilze wachsen einfach nicht nach. Aber die Happblumen und hier die Karottenblumen... Wilde Ghule, Ghule, Ghule. Sollte sich darum nicht ein Leichenbeschauer kümmern? Der Zug ist abgefahren, Curry. Ach, da bist du. Eine Wurzel. Ja, was soll ich sagen, liebe Welt da draußen? Ich bin auch noch nicht lange wach jetzt. Ich muss erstmal so ein bisschen reinkommen und wach werden. Einmal haben wir ja schon neu gestartet, damit es nicht so ruckelt, und es hat funktioniert, ja. Curry, erzähl du mal ein bisschen was. Na los, erzähl einen Schwenk aus deiner Jugend. Starlight Drive-In, und da oben haben wir eine Brücke mit den Zufallsbegegnungen. Ja, gucken wir doch mal, was wir da zufällig finden. Wir haben schon, das fällt mir gerade mal auf, wir haben schon sehr, sehr lange keinen Red Hirsch mehr gesehen. Geladen, okay. Oh, eine kleine Maulwurfsratte. Ja, wer weiß, diese Blutproben, da werden wir doch mit Sicherheit ein Zeichen bekommen, dass das die richtigen sind, wenn wir sie sehen, wenn wir sie finden. Ja, wollen wir denn überhaupt nach Starlight Drive-In? Ja, hier wenigstens an der Brücke wollen wir mal gucken. Ob es da überhaupt noch Zufallsbegegnungen gibt. Wir waren ja schon einige Male hier. Und doch. Oh, das sieht gut aus. Gewaltige Auseinandersetzungen können eine Vielzahl von Verletzungen zur Folge haben. Ja, Starlight Drive-In, liebe Welt da draußen. Ihr wisst schon, eine Siedlung, die wir auch kaputt gebaut haben.
Hier ruckelt es eigentlich nur noch. Aber eine sehr schöne Siedlung nach wie vor, wie ich finde. Ja, die gefallen mir ja alle, die wir da gebaut haben bisher. Außer Hangman's Alley. Damit bin ich irgendwie immer noch nicht zufrieden. Hier ist ein Kaufhaus. Mehrere Etagen. Oben noch ein Privatplatz. Dort eine Leinwand. Dort die Zuschauerränge. Für die Leinwand. Und unser... Was? Unser Herz hier ist die Fabrik, die sogar funktionieren könnte, wenn die Geräte aus dem Contraptions Workshop, wenn die mehr hergeben würden und besser funktionieren würden. Aber wie man sieht, hier fällt sehr viel doch runter. Ja, Sightseeing machen wir ein andermal, eine Siedlungstour. Da wollen wir erst noch ein paar Siedlungen fertig bauen, bevor wir das machen. Und dann gucken wir uns das alles ganz genau nochmal an. Wir sind ja zwischendurch immer mal wieder hier gewesen und so ein bisschen was gesagt dazu habe ich auch. Das Interessanteste werden wahrscheinlich dann die Baufolgen gewesen sein, die ja schon veröffentlicht sind seit sehr langer Zeit zu Starlight Drive-In, also... Da kann man sehen, wie das Ganze hier entstanden ist, was wir da alles reingebaut haben und was wir uns dabei gedacht haben, weshalb wir das so gemacht haben, wie es jetzt ist. Ich suche gerade die Badewanne, denn wir haben... Ach, es gibt gar keine Badewanne mehr. Wir haben für die Kronkorken jetzt das hier eingebaut, damit die Kronkorken hier durchfallen und nicht unterwegs irgendwo verschütt gehen. Allerdings scheint das hier, genau, das scheint nur zu laufen, wenn wir in der Nähe sind. Irgendwann war es nicht mehr ausschaltbar. Irgendwann lief es einfach immer weiter. Oh ja, hier liegt ja einiges rum. Ich frage mich, was anderswo wohl. Ja, das wird also automatisch hier aus der Werkstatt rausgesaugt, was da alles drin landet. Läuft über die Fließbänder. Wird dann, ja, sollte es zumindest, wenn es hier nicht runterfällt. Und sollte dann in der Fabrik groß sortiert werden. Also da gibt es quasi kein Teil, das da nicht irgendwie in eine bestimmte Box letztendlich rein sortiert wird, wenn nichts daneben fällt, so wie hier zum Beispiel am Anfang. Naja, wir sind ja Sammler. Macht ja auch Spaß, hier die Sachen aufzusammeln. So, der Spaß ist vorbei, ich habe genug. Kronkorken sind hier drin, die gerade durchlaufen. Und zwar einige. Ja, da kommt ein Ball. Also Schrott wird, glaube ich, sogar jetzt neuerdings vorsortiert. Der landet da vorne dann schon draußen irgendwo drin. Die Arbeiter, die Feldarbeiter können hier gleich ihre Karotten eigentlich aufs Fließband schmeißen. Das zu einem Leistungsbruch führen. Und über das Fließband hier wird es dann da hinten rumgeleitet. Da lang, dann dort hochgesaugt. Dann fließt es da in die Fabrik ein. Und wie gesagt, in der Fabrik selbst, da sind die ganzen Sortierer. Da sollte alles an Teilen eben richtig sortiert werden. Und da sind ja doch ganz schön viele Kronkorken durchgekommen. Die sollten ja auch vorher dann schon raussortiert worden sein. Ja, hier ist die Fabrik also. Wir haben auch hier so eine kleine Produktionseinheit reingebaut. Allerdings haben wir das alles mal durchgerechnet und uns angeguckt. Und so richtig lohnt sich das nicht. Das einzig Gute daran ist, was war das? Diese Rosenkleider, die wir sehr, sehr selten finden. Rosenmusterkleider oder Blumenmusterkleider, so etwas. Das war das Einzige, was mich da so interessiert hat.
Und was ich gut fand, die konnte man bauen, denn die findet man, wie ich gerade schon sagte, sehr, sehr selten. Da oben gibt es noch eine Etage. Da wird auch nochmal, ich glaube, da oben ist mehr was für Lebensmittel, hier ist mehr was für Munition und so. Das war eine ganz schöne Bauzeit, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und diese Rosenkleider, die vergeben wir immer ganz gerne an unsere Händler, die Waffen verkaufen. Waffen und Rosen. Ja, das war jetzt nicht so richtig Sightseeing, aber ein bisschen was haben wir ja gesehen davon. So. Raus, raus, raus. Ja, kaputt ist die Siedlung, kaputt gebaut, weil wir eben so viel gebaut haben hier. Haben wir auch wieder industrielle Wasseraufbereiter an Land gebaut. Ich finde es sehr schade nach wie vor. Oh, wir sind am Ende der Folge. Ich finde es aber ganz kurz noch, ich finde es schade, dass wir die Abernathy-Farm, dafür ist ja auch noch einiges geplant gewesen, dass wir da nicht weiterbauen können. Die war ja dann nachher nur noch am Ruckeln, jetzt sind wir schon super lange nicht mehr da gewesen. Dafür haben wir aber Sanctuary Hill soweit fertig und, ja, was heißt fertig? Ich sag mal, auch aus anderen Bauspielen, wo man bauen kann, irgendwie wird man ja nie fertig. Das ist auch im realen Leben, glaube ich, so. Wenn man ein Haus hat und da einen Garten oder egal, wenn man ein Haus hat, dann hat man immer irgendwo was zu tun. So zumindest habe ich es mir sagen lassen. Ja, Red Rocket Raststätte, die ist auch fertig. Die ist aber dann wirklich auch mal abgeschlossen fertig. Wie gesagt, in Sanctuary Hills, da vielleicht auch hier in Starlight Drive-In. Da gibt es doch immer noch was, was man machen könnte. Hüftschuss. Ein Hinterhalt! Ausschwärmen! Mach keine Dummheiten, nicht, dass du uns wieder hier vor die Flinte läufst. Aber hier ist doch niemand mehr. Ein Hinterhalt. Das war's. Liebe Welt da draußen, wir sind am Ende der Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.